Dann da da dann dann da dann dann da dann dann da da. So, wer will jetzt alles irgendwelche Bausteine irgendwo hinpacken, wo sie reinpassen? Richtig. Und damit geht es hier jetzt um Tetris. Minecraft wurde bis heute unglaubliche 238 Millionen Mal verkauft und dennoch reicht das nur für Platz 2 der meistverkauften Videospiele der Geschichte. Völlig in den Schatten gestellt wird diese Zahl von Tetris. Jeder kennt es und jeder hat es sicherlich schon einmal gespielt. Kein Wunder also, dass von Tetris bis heute 520 Millionen Einheiten über den Ladentisch ging, was es zum meistverkauften Videospiel aller Zeiten macht. Doch die Geschichte hinter dem weltweiten Zugang des Klassikers Ende der 80er Jahre, seinem Erfinder Alexei Pajitno, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dem Computerspieleentwickler Hank Rogers, Nintendo, Mirrorsoft und das Aufeinandertreffen von Kommunismus auf Kapitalismus ist eine Geschichte über Systeme, Träume, Diebstahl und Überzeugungen. Tetris geht 118 Minuten. Von der Altersfreigabe tippe ich mal in Richtung FSK 12, vielleicht sogar 6 und startet ab dem heutigen 31. März 2023 auf Apple TV Plus. Ist Drama und Biopic und erzählt im Grunde die Geschichte über die Entdeckung von Tetris und wie man es geschafft hat, die Lizenzen zu bekommen, um es weltweit zu vermarkten. Wie man dachte, schon einige Rechte zu haben, aber in Wirklichkeit in der untergehenden Sowjetunion die Rechtelage eine ganz, ganz andere ist. Menschen, die in einem System geistiges Eigentum beschützen wollen, die vielleicht auch gefangen sind von dem Partizipieren an ihrer eigenen künstlerischen Arbeit und andere, die den Mehrwert sehen und einen weltweiten Zugang gestalten wollen und wissen, dass sich daraus Profit machen lässt. Das ist eben auch die Geschichte von Hank Rogers, einem Niederländer, der in New York aufgewachsen ist und mit seiner Familie in Tokio lebt und genau diese Rechte erwerben will. Selber Computerspielentwickler ist und auf einer Messe entdeckt, dass es einen sofort in diesen Bann zieht, diese Steine zusammenzusetzen. Und auch ich erinnere mich, dass das erste, was wir zu Hause hatten, auch wenn wir nie viel Kohle hatten in Computerspiele-Richtung, war irgendwann mal ein Nintendo und da war Tetris drauf und damit hätte ich Nintendo einen Gameboy und da war Tetris drauf, um dieses typische, die Akkus wieder aufladen, um ein paar weitere Stunden spielen zu können und um die Vierer zusammenzusetzen und sich Level durch Level durchzuarbeiten, war irgendwie wahnsinnig cool und zumindest eines der Spiele, wo ich mir kaum vorstellen kann, weil es bis heute auch so viele Untervarianten gibt oder in Spiele, Minigames, die wiederum darauf basieren und dieses Prinzip von Tetris auf der ganzen Welt bekannt ist und auch das musikalische Thema davon, dass man kaum jemanden findet, der noch nie von Tetris gehört haben sollte. Aber Ende der 80er Jahre eine ganz andere Geschichte. Man muss aber auch klar sagen, und das hat Taron Egerton als Hauptdarsteller gesagt, dieser Tetris-Film fühlt sich mehr an wie The Social Network und weniger wie The Lego Movie. Denn in Tetris ist relativ wenig Tetris. Immer wieder richtig coole Vibes, die musikalisch aufgearbeitet werden mit dem Thema, neben dem Score, der eher die Spannung und die Stimmung auf arbeiten soll, ergibt sich in dem Film bei seinen knapp 2 Stunden, der so vor allem im zweiten Drittel rund um das Thema Rechtelage, was könnte man machen, immer wieder von großen Dingen redet, aber so richtig spürbar werden sie nicht immer. Dennoch gerade hinten raus immer wieder seine spannenden Momente hat, interessante Figuren und irgendetwas, wo ich immer wieder dachte, ich habe das Ding ganz gern gesehen, weil diese Spannung, die in der Luft liegt, irgendwo zwischen KGB, einem Land, was untergeht und gleichzeitig aber auch einer Vision gegenüber Videospiele, wenn man sagt, das ist doch nur ein Videospiel und andere sagen, ja, aber steht für so viel mehr, ergibt das doch eine Geschichte, die einen Boden hat, der trägt. Und so bin ich ein bisschen hin und her gerissen bei Tetris. Unter dem Strich aber etwas, was ich gerne gesehen habe und wer sich irgendwie angesprochen fühlt von dem Inhalt, ich sagen würde, schaut euch das mal an. Und da gibt es ja dann genug, die sagen, ah, Apple TV Plus habe ich nicht. Ich glaube, da gibt es eine Testphase. Und wenn ihr dann dabei seid, schaut euch auf jeden Fall Serien wie The Morning Show oder vor allem Ted Lasso an, die einfach wahnsinnig gut sind und sowieso gerade neue Episoden bekommen. An dieser Stelle immer ein bisschen kleine Werbung für diese Plattform machen, weil die auch eine richtig starke Streaming-Qualität hat. Unter den bekannten Streamern die größte Bit-Durchsatzrate und damit auch immer den besten Look einem zu Hause kreiert. So, reden wir kurz über den Cast. Taron Egerton als Hank Rogers. Also, ich sehe den immer richtig gerne, weil er sich seinen Figuren so ein bisschen untergibt. Da geht es nicht so sehr darum, dass er im Fokus in erster Linie steht, sondern er ist schon dieser Typ hinter dieser Geschichte, der im Grunde eine Vision hat und bereit ist, alles zu riskieren. Das geht aber relativ schnell in Tetris und das ist immer wieder so etwas, wo der Film sich ein bisschen unrund anfühlt, dass er dieses Spiel sieht und es dauert gefühlt 2, 3 Minuten, dass er daran glaubt und dass er sofort alles riskiert und sein
sein Haus bereit ist dafür auch aufs Spiel zu setzen. Man denkt so, oh, wow, 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 kommt das alles her? Ich hätte von dieser Figur vielleicht erstmal ein bisschen mehr erfahren. Der eigene Computerspiele-Entwicklerweg und die Liebe zu Computerspielen, anstatt es nur darüber zu erzählen, dass Kinder und andere auf einmal völlig versunken da sitzen und spielen und man sie im Grunde gar nicht mehr ansprechen kann, will ich doch über ihn, der die Rechte bekommen will, auch die Faszination am ehesten spüren. Und da dachte ich, ist der Fokus ein bisschen falsch gedreht bei Tetris, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin irgendwie für ihn, weil er versucht, gegen etwas zu kämpfen und auch einem Entwickler zu helfen, der an seinem Spiel gar nicht wirklich partizipieren darf. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch seine Leidenschaft spüren und nicht nur die anderen ringsherum. Und vor allem für einen Computerspielentwickler, dessen eigenes Spiel nicht funktioniert hat, der dann aber das große Ganze in einem anderen sieht und sagt, das ist der Durchbruch. Das ist doch eigentlich eine total spannende Geschichte, wie jemand seine eigene Leidenschaft oder seinen eigenen Blick ein Stück zur Seite packen kann, dann nicht neidisch und alles ist und sofort sagt, da drüben ist genau das, was ich eigentlich suche. Da finde ich es ein bisschen schade, wo der Film den Look hin entwickelt. Taron Egerton selbst macht es gut. Ist einer, der immer wieder, finde ich, aufspielen kann und in Sachen wie, als er, wie heißt das, diese Skisprungnummer, die entfällt mir gerade, die einfach richtig, richtig cool ist, wo er den schlechtesten Skispringer aller Zeiten spielt oder genauso ein Rocketman oder sei es ein Kingsman. Ist ein cooler Typ, wo ich mir wünsche, dass man ihn noch mehr wieder auf der großen Kinoleinwand sieht. Dann hätten wir mit Nikita Efremov Alexei Pajitnov, den habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, der Erfinder von Tetris letztendlich. Und vor allem beide wahren Figuren, also Hank und Alexei, die ja heute noch leben, haben über den Film, das muss man wahrscheinlich auch wissen, gesagt, es ist schon ein Hollywood-Skript. Und hier und da konnten sie ihre Ideen zwar einbringen und man hat versucht, auf sie Rücksicht zu nehmen, aber Dinge wie Autoverfolgungsjagden, die gab es so nicht. Also es muss eine Menge reingedichtet sein, weswegen man so die Idee eines Biopics auch mit Vorsicht genießen muss hier rund um Tetris. Ich mag seine Art, wie jemand, der im System lebt, quasi sich mit wenig begnügt und damit auch zufrieden sein kann, aber auch Angst hat, eben davon verfolgt zu werden. Und ich finde, dass der Film zwar immer wieder spürbar macht, KGB, Behörden, die im Hintergrund sitzen, einige, die an die Werte der Sowjetunion glauben, andere, die sich bereichern wollen und wo Korruption Thema ist, aber im Grunde man immer das wie so einen großen Schatten, der greift, spürt, aber zu wenig darin selbst abtaucht. Und da fehlte mir so ein bisschen der richtige Zugang, statt einfach nur diese große, drohende Wand, die zwar zerfällt, aber dennoch genug furchteinflößende Macht immer noch hat zu spüren, anstatt sie expliziter zu zeigen. Oleg Stefan ist so einer, Nikolai Belikov spielt er, der im Grunde für sein Land das Beste möchte und damit eben gefangen ist zwischen dem, was er tun soll und den Druck, den er bekommt und den Werten, die er vertritt und die er für richtig hält. Und das ist dann quasi so eine Art Opfer im System. Da ist natürlich dieser Blick auch immer so ein bisschen aus so einer gefühlten Siegerposition heraus inszeniert. Und irgendwie hat das immer so einen kleinen Beigeschmack, wobei es seine Art und dann, wenn er unter Zugzwang und Druck gerät, ehrlicherweise mochte auch diese Figur, hatte, glaube ich, mehr zu erzählen, als man Tetris einfängt. Dann hätten wir Toby Jones, der Robert Stein spielt, haben wir im Grunde eine Art Unterhändler, der mit Rechten hantiert und genau weiß, wie er bekommt, was er braucht, aber gleichzeitig auch weiß, dass in der Welt, in der er lebt, es darum geht, den besten Deal zu machen und wandelt quasi zwischen diesen Systemen. Einer, der aber auch übers Ohr hauen kann, vielleicht auch übers Ohr gehauen wird. Und dann hätten wir Roger Allam und Anthony Boyle noch Robert und Kevin Maxwell, quasi die Inhaber, CEOs, Besitzer von Mirrorsoft, eine Milliarden-Dollar-Company, die es aber gar nicht mehr so gut geht. Das könnt ihr bei Tetris dann aber alles selbst erleben. Viel spannender sind dann Figuren wie zum Beispiel eine Übersetzerin. Die hängt die ganze Zeit begleitet, weil wir über sie am ehesten erleben, was sind die unsichtbaren Grenzen in der Sowjetunion und wie kann man Dinge angehen, beziehungsweise darf man sie nicht angehen, um nicht doch vielleicht im Gefängnis zu landen. Die Familie hinter Hank ist so eine ganze Thematik, wo ich denke, die ist zu wenig eingestreut, um mir wirklich zu erzählen, warum für ihn die Risiken, die er eingeht, so hoch sind. Entweder man zeigt diese Bindung mehr, nimmt sich dann auch mehr Zeit beim Inszenieren diesen Films oder man lässt es eher sogar weg und weiß dann halt so lose, meine Familie ist in Tokio, ich habe mein Haus aufs Spiel gesetzt, aber bleibt lieber dann mehr an dieser Figur dran. Auf jeden Fall zeigt man entweder zu wenig von ihm und oder seinem Familienleben, als dass wir emotional besser uns da verankern können. Und dann gibt es immer diese Bedrohung des KGB im Hintergrund, die für mich so ein bisschen stilistisch vom Auftreten dann zu sehr klischeebelastet sind, aber deren Worte, die sie sprechen, im Grunde wie Gesetz gelten. Und da ist natürlich immer die Frage, an wen gerät man dann da? Das könnt ihr dann alles bei Tetris selbst erleben. Die Kameraarbeit relativ entsättigt, um uns diesen späten 80er-Jahre-Look zu präsentieren. Immer wieder werden auch Gebäude, Autos, Aufenthaltsräume in so 8-Bit-Look aufgelöst, damit man diesen Bezug zu Tetris hat. Und während es im Grunde eigentlich ein Film ist über Gespräche von Rechten und es könnte dabei um jedes Spiel, um jedes Thema, um jede Ware oder Produkt gehen, ist das dann so hier und da ein verzweifelter Versuch, einen zu erinnern, ey, es geht hier um Tetris und du kennst ja schließlich Tetris. Das fand ich eher so ein bisschen anstrengender von Janice Baird als Regisseur, der jetzt für Filme eher für Drecksau oder Stan and Ollie bekannt ist zuletzt, aber tendenziell eher auch im Film
Fernsehbereich unterwegs ist. Ansonsten war die Kameraarbeit für mich so weit wertig genug. Ist letztendlich auch ein 80-Millionen-Dollar-Film. Das merkt man so bei den Kulissen. Alles wirkt so ein bisschen zwar klischeeüberzogen. Wie stellt man sich die Sowjetunion vor? Dass ich immer dachte, irgendwie wirkt es dann doch zu wenig im Detail beobachtet, aber wertig genug dann doch wieder unterm Strich. Vor allem die Musik, die immer wieder mit diesem Thema, was mal wie bedrohlich in seinen Abläufen von Tetris auftaucht, dann wieder in sehr coolen Versionen, besonders im Abspann aufgegriffen wird. Insgesamt aber auch dann, wenn es spannender wurde, mir so untermalt wurde, dass ich nie das Gefühl hatte, oh, jetzt willst du mich manipulieren. Das wirkte für mich in sich, in der Produktion, vom Look, Production Value, Musik stimmig genug. Einzig und allein zum Beispiel auch so Kostüm und Make-up für mich so ein bisschen zu sehr überzogen, wenn es darum geht zu sehen, wer sind die Bösen, wer sind die Guten, wer ist in der Grauzone. Wenn man da genau hinschaut, dachte ich, leider ein bisschen unüberraschend an dieser Stelle, sodass ich unterm Strich dabei rauskomme und finde, dass die Figuren und der Druck in den unterschiedlichen Systemen interessant ist, wenn das aufeinander trifft. Und die Geschichte, die sich hinter diesem Spiel, das wir alle kennen, verbirgt, durchaus eine erzählenswert ist. Also man sich fast schon fragt, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Hat immer wieder seine Momente, gerade hinten raus, die spannend sind, und ich mag insgesamt den Look und Production Value von diesem Film. Aber es ist ganz schön wenig Tetris in Tetris und vor allem die Faszination für alle, die sagen, oh, das ist ein Spiel, mit dem wir alle groß geworden sind, sich ein bisschen Raum zu nehmen und genau zu zeigen, was für eine Magie das auch auslöst. Weil für mich ist das eine der allerersten Berührungen mit dem Zocken gewesen letztendlich und wo das hinführt. Ey, ich liebe es noch heute und werde es bestimmt bis zu meinen letzten Tagen in meinem Leben lieben. Und das wird nicht bei wenigen aus meiner Generation genauso sein. Und vor allem, wenn man noch dieses ohne Farbdisplay 8-Bit-Tetris auf dem Gameboy gespielt hat, das echte Tetris, beziehungsweise lernen wir in Tetris auch noch, dass es ein echteres, noch eine andere Grundversion gab, dann fühlt man sich irgendwie auf der einen Seite alt, aber auch irgendwie denkt man, ja, damit hat vieles angefangen. Und der Film hat aber vor allem im zweiten Drittel, das hatte ich schon kurz erwähnt, noch eine ganze Phase, die sich sehr im Kreis dreht. Viel am Tisch gesitze, Gerede, enttäuscht sein, abhängig sein von kommunistischen Sichtweisen, wo man dann denkt, okay, ich habe es jetzt kapiert. Und da verliert er locker seine 25 Minuten, die er hätte anderswo besser gebrauchen können. Am Ende bin ich bei Tetris sowohl als Biopic, in Anführungszeichen, und Drama, als auch insgesamt bei 6,5 von 10 möglichen Punkten dabei. Nummer, wo ich sage, wie gesagt, gern gesehen, nicht mehr, nicht weniger, könnt ihr euch ab jetzt auf Apple TV Plus anschauen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmesehen.